Kartoffeln sind gelb. Klar, so kennen und lieben wir sie. Aber diese Kartoffelchips hier sind blau. Und das wirklich Unglaubliche, hier sind keine Farbstoffe oder künstlichen Zusätze im Spiel. Wie kann das sein? Die verblüffende Antwort bekommen Sie jetzt. Das soll der Hingucker im Supermarktregal werden. Blaue Kartoffelchips. Angeblich ist hier nichts gefärbt. Die Chips werden aus blauen Kartoffeln hergestellt. So steht es zumindest auf der Packung. Kann das wirklich sein? Gibt es blaue Kartoffeln? Die Chips kommen aus Bischofszell in der Schweiz. Dort dürfen wir hinter die Kulissen blicken. 15 Millionen Chipstüten werden hier pro Jahr produziert. 25 verschiedene Sorten, darunter auch die blauen. Darius Haas ist für die Qualitätskontrolle verantwortlich. Er macht gerade eine Stichprobe von den angeblich blauen Kartoffeln. Nein, die werden nicht eingefärbt, die sind so und werden in der Schweiz produziert. Die Kartoffeln sehen auf den ersten Blick ganz normal aus. Für die Chipsproduktion dürfen die Kartoffeln nicht kleiner sein als 35 mm, sonst werden die Chips zu klein. Auch nach oben gibt es eine Grenze. Die Toleranzgrenze geht bei uns bis 70, also bis 70 mm. Also größer als dieses Quadratmaß dürfen sie nicht sein. Um sie auf schlechte Stellen zu prüfen, schält Darius Haas die Kartoffeln. Hier schimmert zum ersten Mal tatsächlich ein bisschen Blau durch. Außen sind die Kartoffeln eher weiß und blau gemasert. Der Schnitttest aber zeigt, sie sind wirklich durchgehend blau. Der Erfinder dieser Sorte kommt ebenfalls aus der Schweiz, und zwar aus der Nähe von St. Gallen. In diesem Restaurant stehen die blauen Kartoffeln schon seit längerem als Hingucker auf der Speisekarte. Landwirt Christoph Gemperli hat diese Sorte der blauen Kartoffel gezüchtet. Sie heißt Blaue St. Galler. Eine komplett neue Erfindung ist seine blaue Kartoffel allerdings nicht. Also natürlich gesehen haben Kartoffeln gelbes Fleisch, weißes Fleisch, rotes Fleisch, blaues Fleisch. Aber man hat eigentlich vor 300, 400 Jahren in Europa entschieden, dass man noch gelb- und weißfleischige Kartoffeln in der Küche will. Das Ursprungsland der Kartoffeln ist Südamerika. In den Anden gedeihen schon seit Jahrhunderten verschiedenste Kartoffelsorten. Schwarze, blaue und rote gibt es dort auch heute noch. Spanische Eroberer bringen die Kartoffeln nach Europa. Doch nur die Gelbfleischigen setzen sich durch, weil sie das europäische Klima besser vertragen. Die blaue St. Galler soll auch zum Frittieren geeignet sein, ohne die Farbe zu verlieren. Kartoffeln, die viel Zucker enthalten, werden beim Frittieren braun. Die blaue St. Galler angeblich nicht. Dazu später mehr. Der Weg zur perfekten blauen Kartoffel war lang. Jahrelang kreuzte Christoph Gemperli normale Kartoffeln mit blauen Kartoffeln. Das heißt, man nimmt zwei verschiedene Sorten und spielt da ein bisschen Bienchen. Also man schaut, dass man die beiden Blüten miteinander kreuzen kann. Dann entsteht dort eine Frucht, die sieht aus wie eine Tomate. Und in dieser Frucht drin hat es Samen. Und jeder dieser Samen ist eine neue potenzielle Kartoffelsorte. In Europa ist die St. Galler die am weitesten verbreitete blaue Kartoffelsorte. Am Anfang musste ihr Züchter viel Aufklärungsarbeit leisten, um den Kunden zu erklären, dass es wirklich natürliche Kartoffeln sind. War wirklich recht mühsame Arbeit, um das den Leuten so zu kommunizieren, dass das wirklich blaufleischige Kartoffeln sind und nicht irgendwie Lebensmittelfarbe in den Produkten drinsteckt. Die leuchtende Farbe verdankt die blaue St. Galler dem natürlichen Pflanzenfarbstoff Anthocyane. Er kommt in allen rot-, violett- oder blau leuchtenden Früchten und Gemüsesorten vor. Kochen kann man die blaue St. Galler wie jede andere Sorte auch. Ungeschält gekocht behält sie jedoch ihre Farbe besser. Das ist eine blaue Kartoffelsuppe. In der Spitzengastronomie ist die blaue Kartoffel schon längst eine beliebte Zutat.
Schmeckt gut und sieht ungewöhnlich aus. Und jetzt gibt es sie auch als das Massenprodukt Kartoffelchips. Doch bevor aus den blauen Kartoffeln blaue Chips werden, müssen sie geschält und gewaschen werden. Tonnen blaue St. Galler verarbeitet die Chipsfabrik pro Jahr. Die blauen Kartoffeln sind etwas empfindlicher als normale. Deshalb befreit sie ein schonendes Dampfschälverfahren von ihrer Schale. Dabei werden die Kartoffeln mit Wasserdampf bei hohem Druck erhitzt. Dann wird der Druck schlagartig reduziert und die Schale pellt sich wie von selbst. Blaue Kartoffeln, die nach dem Frittieren auch blau bleiben, machen später nur einen Teil der Chipspackung aus. Denn es sind immer auch normale Kartoffeln dabei. Das sieht im Kontrast einfach besser aus. Marketingleiterin Corinne Harder erklärt, dass zur besonderen Kartoffel auch ein besonderes Know-how in der Produktion gefragt ist. Kartoffeln kannte ich schon vorher, weil ich auf einem Bauernbetrieb groß geworden bin. Und von daher wusste nicht, dass man daraus Chips machen kann. Das ist auch eine spezielle Art zu frittieren. Man kann nicht einfach normal frittieren, muss die Fritteuse richtig einstellen, dass sie auch die schöne Farbe behalten. Wie die Fritteuse genau eingestellt ist, bleibt natürlich ein Betriebsgeheimnis. Doch erstmal schneidet ein rotierendes Messer die Kartoffeln in dünne Scheiben. Die Chips werden dann in Sonnenblumenöl frittiert. Und tatsächlich, auch nach dem Bad im heißen Öl sind die Chips noch blau. Sie sind sogar noch dunkler geworden. Das zeigt der Vorher-Nachher-Vergleich deutlich. Nun kommt noch Meersalz drauf. Dann wandern die blauen und gelben Kartoffelchips in die Tüte. Blaue Chips. Hier ist keine Lebensmittelfarbe im Spiel. Alles ist natürlich. Aber schmecken die blauen Kartoffelchips auch? Schmeckt man einen Unterschied zu normalen Chips? Wir machen den Geschmackstest. Die Farbe ist exotisch, aber die Konsistenz und der Geschmack eigentlich ziemlich normal, finde ich. Ja, schmeckt wie normale Chips, ne? Also ist sehr kartoffelig, aber jetzt nicht, wo ich sage, oh ja, das schmeckt ganz anders. Also, na gut. Geschmacklich gibt es also keinen Unterschied. Die blauen Chips sind natürlich auch nicht gesünder als normale. Aber rein optisch sind sie ein echter Hingucker. Und wer blau nicht mag, demnächst gibt es die Chips auch in Rot. Aus echten roten Kartoffeln.